Ja, hallo und herzlich willkommen zu Part 17, glaube ich, sind wir dann jetzt von Let's Play Tomb Raider. Ich bin euer Xero. Ja. Ich hoffe, ihr wartet wieder Fehlen. Weil ich nehme das jetzt direkt Anschluss an den letzten Part auf. Und ich gehe davon aus, dass ich wieder genauso schön failen werde wie im letzten Part. Ah, Schrotflintenteile, schön. Ja, für die, die den letzten Teil nicht gesehen haben, Ross musste leider gerade von uns gehen. Ja, ich find's echt schade, weil ich finde, der war von den Nebencharakteren echt der coolste von allen. Aber ja, ist so schön. Die Besten sterben jung. Wobei der Jüngste ist ja jetzt auch nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das Spiel zieht sich irgendwie mal weiter, was mich ein bisschen wundert. So, taktische Pistole klingt irgendwie nach mit Schalldämpfer, aber trotzdem benutze ich weiter den Bogen, wenn es dann geht. Ja. Wir müssen jetzt mal gucken, wo unsere Freunde sind. Oh Scheiße. Ah, es sind doch nur Wölfe. Nein, es ist zu dunkel. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und absagen. Toll. Verdammte Wölfe. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus. Zeigt euch. Geht. Alter, fick dich. Wenn das kein Schuss war. Vermutlich der erste beste, der erste gute Schuss, den ich in dem Spiel gemacht habe, aber. Also komm, das müsst ihr mir schon mal als Leistung anerkennen. Wenn ich sonst nichts drauf habe und andauernd verrecke wegen irgendeiner Scheiße, ne? Aber die Schüsse waren gut. Alter. Gut, also ich muss hier wirklich gucken, dass ich hier ungesehen durchkomme. Ich hätte wahrscheinlich auch geschafft, was gefunden? Ein paar weniger zu töten. Alter. Gerade so gut.
doch nicht sein, ey. Ich bin mal gespannt, was der letzte Bogen drauf hat. Der müsste ja eigentlich ultra abgehen, oder generell die ganzen, die letzte Stufe der ganzen Waffe. Wieder, ich nehme jeden Part auch nur vor, dass ich mal mehr rede, aber irgendwie fällt es doch schwerer, als man denkt. Ich meine, ihr könnt mal die Leute, mit denen ich normalerweise im Test rumhänge, fragen. Ich bin normalerweise ununterbrochen am Reden. Okay, so stimmt es auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und hier in den Let's Plays kriege ich irgendwie die Zähne auseinander. Sehr seltsam. Naja, egal. Ich muss mal wieder ein Together machen. Wir haben noch Torchlight. Ich muss mal mit dem German Gaming Guy reden, ob wir nicht mal vielleicht Torchlight Let's Playen. Falls ihr denn überhaupt Interesse daran habt. Also, ne, wenn ihr natürlich sagt, ihr, wir wollen euch gar nicht Torchlight spielen sehen, ihr seid sowieso in Tomb Raider schon solche Flaschen. Ja, dann kann ich damit auch leben. Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Also, ich habe noch viel zu tun, wenn ich hier wirklich alles auf 100% machen will. Aber das mache ich jetzt zum Glück offscreen. Das müsst ihr sehen. Wie gesagt, bei Bedarf, wenn ihr das wirklich sehen wollt, dann mache ich das nochmal. Und zeige euch irgendwie noch die einzelnen Aufgaben, wie man denn da auf 100% kommt. Da ich aber davon ausgehe, dass es die meisten gar nicht interessiert, werde ich es auch nicht machen, bevor dann nicht wirklich ein paar Leute sagen, wir wollen das sehen. Und für einen alleine werde ich es auch nicht machen. Optionales Grab, das wurde sogar diesmal nicht angezeigt. Aber war ziemlich offensichtlich. Kann ich es hier anzünden? Da ist auf jeden Fall ein Seil dran. Die muss man noch irgendwie zum Brennen kriegen. Erste Grab, wo ich wirklich so null durchsteige, wie das funktionieren soll. So, wäre total dumm.
kann die auf jeden Fall mit Pfeilen. Hätte ich die gerne noch angezündet, aber. Muss ja irgendwas geben, was hier schon brennt. Oder so. Ah, natürlich. Das kann natürlich sein, wenn ich alle anzünden muss. Wer weiß, wer weiß. Das hätte ich bisher nicht gemacht. Ich gehe mal wieder runter. Anders an. Ob man die überhaupt alle anmachen muss, ist die andere Frage, aber wenn wir jetzt schon mal dran sind. Wahrscheinlich hätte man sie nicht anmachen müssen. Wenn ich mir das so angucke. Heiligtum der Sturmwache. Ja, mach die Fackel wieder. Ja, noch ein optionales Grab gefunden. Sehr schön. Auch wenn ich mich gerade frage, wie viele optionale Gräber ich verpasst habe, die nicht angezeigt wurden, nur weil ich erwartet habe, dass sie angezeigt werden. Das war so klar. Oh Mann. Okay, also wenn du einmal von einem Maschinengewehr getroffen wurdest, dann hast du schlechte Karten. Wir waren mit einem Trupp im Kloster. Wir wurden
wollt ihr mich verarschen? Das hätte niemand hätte das getroffen. Niemand hätte so getroffen. Naja, was soll's. Ohne Scheiß. Scheiße. Ich stelle mich wieder so doof an wie kein Zweiter. Wobei ich habe mir jetzt schon mal so ein paar Anfangs-Let's Plays, also zum Anfang des Spiels angeguckt. Und es gibt doch tatsächlich Leute, die sich so dermaßen beknackt anstellen. Häufige. Also. Wölfe. Wie die im Wald. Werden hier gezüchtet. Nicht so ein krasses Rätsel. Ich will den neuen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es deutlich effektiver wäre, das Ding mit dem Feuerzeug anzuzünden, anstatt direkt eine Fackel zu machen. Jetzt halt wieder die Frage, wie lange dauert das Spiel noch? Also wenn wir jetzt noch in die Grabkammer da müssen, dann wird das wohl noch ein bisschen durchziehen. Ein bisschen in den Tempel da. Oder so muss ich doch raus. Dann tue ich das auch. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Ja, einfach runter. Das klingt einfach. Stundenlange klettern. Da weiß man auch schon wieder, was ein Seil kommt. Thank you.
Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Der Nebel ist nicht gut, finde ich. Das war aber doch wieder typisch, oder? Also, das hat man jetzt kommen sehen, fand ich. Dann nehmen wir nochmal Munition mit. Wer weiß, was noch kommt. Wir sind überlegen, ziehe ich das heute alles in einem Tag durch und wir lappen es über Nacht hoch. Oder cutte ich jetzt und mach den es Rest morgen. Es ist zu ruhig. Hier ist auf jeden Fall gerade ein guter Punkt. Ich mache hier jetzt auf jeden Fall mal einen Cut und ja, ich spiele dann weiter. Ob ich die Parts hochlade oder nicht, werde ich dann entscheiden, je nachdem wie viele Parts noch kommen. Also wenn wir jetzt drei Parts haben, werde ich drei Parts hochladen. Bei vier werde ich es aufteilen in 2-2. Ja, das war es dann wieder von mir bis jetzt so, für die Folge. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Xerox.